Mein erster Bär hieß einfach Buddy. Ich liebte ihn über alles. Später stand ich oft an dieser Brüstung. Die großen Tiere unten im Graben haben mich fasziniert. Ich will wissen, was mit mir passiert, wenn ich diesem Tier begegne, ohne Gitter und auf Augenhöhe. Das ist Luna. Sie hat kürzlich ihren Namen erhalten. Und leider ist sie vermutlich nun aus dem Bild raus. David Bittner verbringt die Sommermonate seit Jahren in Alaska. Diese Nähe, wie ist das möglich mit diesen wilden Geschöpfen? Neugier packt mich und eine Sehnsucht nach dem Unbekannten. Ich mache mich mit David auf die Reise und wage mich in das Gebiet vor, wo mehr Bären leben als Menschen. This is the last real wilderness, I think, in the U.S. Hey, Bär! Man muss dauernd damit rechnen, dass einem ein Bär über den Weg läuft. Man ist als Mensch in einer solchen Wildnis immer ein Störfaktor. Hello, Mama! Also das ist all der Süßes, die Bärenfamilie. Schau mal hier, das sieht wie eine Kampfszene aus. Ach du meine Güte. Da bleiben, es ist schön. Okay. Ja, du Boss,